Ein weiteres an diesem Tag, liebe Zuschauer und Zuschauer, nochmal der Blick zurück auf den Gipfel von Vilnius und am Ende mehr oder weniger Zufriedenheit auf allen Seiten, gilt auch für den ukrainischen Präsidenten in seiner abendlichen Videoansprache. Da hat er gelobt, und zwar insbesondere die angekündigten Waffenlieferungen. Außerdem habe die Ukraine feste Sicherheitsgarantien und die klare Perspektive eines NATO-Beitritts erhalten. Sein Land sei als Gleicher unter Gleichen behandelt worden, so Selenskyj. Eine ganz andere Sicht dagegen gibt es aus Moskau nach dem Treffen von Vilnius. Außenminister Lavrov warf dem Westen vor, mit der Lieferung moderner Kampfjets an die Ukraine eine atomare Bedrohung für Russland zu erzeugen. Der NATO-Gipfel in Vilnius ist kaum zu Ende. Da schlagen in Kiew schon wieder russische Bomben ein. Es gibt Tote und Verletzte, als Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion in der ukrainischen Hauptstadt mehrere Wohnhäuser treffen. Mit weiteren Flugabwehrsystemen, Raketen, gepanzerten Fahrzeugen und Artillerie will die NATO die Ukraine unterstützen. Und auch wenn eine Mitgliedschaft Kiews in dem Militärbündnis noch in den Sternen steht, hat US-Präsident Joe Biden umfassende Sicherheitsgarantien gegeben. Selenskyj hat jetzt verstanden, dass es keine Rolle spielt, ob er jetzt in der NATO ist oder nicht, solange er die Zusagen hat. Auch Selenskyj selber zieht nach zwischenzeitlicher Verärgerung über die ausgebliebene Einladung in die NATO ein positives Fazit des Gipfels in Vilnius. Sehr wichtig ist, dass wir zum ersten Mal während unserer Unabhängigkeit ein Sicherheitsfundament auf unserem Weg zur NATO geschaffen haben. Verstimmungen gab es zuvor aber auch auf der Geberseite. Angesichts der von Kiew geforderten Waffen hatte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace gesagt, das Vereinigte Königreich sei kein Versandhaus. Und er erwarte ein bisschen mehr Dankbarkeit. Darauf angesprochen lässt Selenskyj auf der Gipfelpressekonferenz seinen Charme spielen. Unser Verteidigungsminister sitzt hier. Oleksiy, haben Sie schlechte Beziehungen zum britischen Verteidigungsminister? Oleksiy Reznikow antwortet, die Beziehungen seien großartig, und er dankt seinem britischen Kollegen. Dann müssen Sie ihn bitte noch heute anrufen. Zu Schemen des Kalten Krieges zurückzukehren, wirft indes der russische Außenminister Sergei Lavrov der NATO vor. So würde der Westen mit der Lieferung moderner Kampfjets an die Ukraine eine atomare Bedrohung für Russland erzeugen. Die USA und ihre NATO-Satelliten schaffen das Risiko einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland. Und das kann katastrophale Folgen haben, so Lavrov im Interview mit einem russischen Internetportal. Und während der Kreml angeblich sichergestellte Waffen der Wagner-Truppe präsentiert, werden weitere Kritiker der Armeeführung in Moskau kaltgestellt. So sei der Oberbefehlshaber der im Süden der Ukraine stationierten russischen 58. Armee, Ivan Popow, entlassen worden. Popow hatte zuvor die vielen Toten und Verletzten unter seinen Männern beklagt und die Kriegsführung Moskaus ineffizient genannt.